Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Final Fantasy 9. Jetzt musste ich erstmal überlegen, wie dieses wunderschöne Spiel heißt. Ja, wir waren hier stehen geblieben bei diesem Glockenturm. War es ein Glockenturm? Ich weiß gar nicht, ob es ein Glockenturm war, aber es war auf jeden Fall ein Turm, an dem wir Glocken bimmeln konnten. So. Irgendwas, ja. Auf jeden Fall müssen wir noch die Katze von dem einen Jungen suchen. Fällt mir gerade ein. Kommen wir da runter? Hier eröffnet bald ein Kleinkunsttheater. Betreten verboten. Okay. Nee. So. Na, schauen wir doch mal weiter. Da wir das mit dem, mit dem Seilspringen ja auch schon abgeschlossen haben, begeben wir uns jetzt mal Richtung, weil ich weiß natürlich, wo die Katze ist. Deswegen holen wir uns die mal. Get the fuck out of our way! Da, Mieze. Miau! Und da kommt er schon angerannt. Hey, du hast sie gefunden! Komm, gehen wir. Vielen Dank. And he's gone. So. Komischer Junge irgendwie. Egal. Wir haben auf jeden Fall auch dem Jungen seine Katze gebracht. Ich muss sagen, irgendwie lässt sich das alles so ein bisschen komisch gerade mit dem Joystick lenken. So ein bisschen ungewohnt irgendwie. Deshalb ist das vielleicht. Nee, so ist nicht besser. Ich bleib beim Joystick. Jetzt gehen wir nämlich nochmal zu dem Jungen. Und dann gibt er uns, glaube ich, was. Danke, hier, das schenke ich dir. Eine Bomberkarte. Eine weitere Karte und ja. Ich würde sagen, jetzt so allmählich können wir uns ja dann mal Richtung Ticketschalter machen. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug ein bisschen rumgespielt und kleinen Kram gemacht. Deswegen einfach mal zum Ticketschalter gehen. Tada! Wie kann man zu Diensten sein? Ja. Ticket vorzeigen. Da. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla! Das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber schau mal, ich schenke dir das hier. Und jetzt Kopf hoch, ja? Goblin-Karte, Isegrim-Karte, Skeleton-Karte. Wenn du was über das Kartenspielen wissen willst, dann frag doch Seitenstraßen-Jack. Der ist ein echter Profi. Könnten wir. Moment. Ah, nee. Oh! Ja, B. Herrschaftszeiten. Weil du gestolpert... Was? Herrschaftszeiten? Was ist das, bitteschön? Weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Ja, erst... Und deswegen erstmal die Treppe runter und... die Leiter runter und dann wieder hoch. Puh, das war's dann. Endlich Feierabend für heute. Und... Hey, du da. Dein Ticket vorhin war doch eine Fälschung, oder? Hab dich nämlich am Schalter gesehen. Bist du vielleicht? Satenstraße. Na, was? Willst du mich beleidigen oder was? Wie auch immer. Werd mein Untertan. Dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Ja, okay, komm. Wir wollen da doch eh hin. So ist's recht. Und schon erteile ich dir den ersten Befehl.
Schau, ob von drüben niemand kommt. Ist die Luft rein? Ja. Sehr gut, Operation Leiterklau kann beginnen. So. Ah, Moment. Auf den Heini warte ich jetzt mal. Bist du vielleicht Seitenstraßen-Jack? Hä? Woher weißt du das? Wer mich Jack nennt, der will meistens eine Runde Karten spielen. Stimmt's oder habe ich recht? Was? Du kennst die Regeln nicht? Wie? Beibringen soll ich es dir? Na, von mir aus. Ich habe heute eh nichts mehr zu tun. Also folg mir mal. Also erstmal für Anfänger. Um ein Kartenspiel zu beginnen, brauchst du erst einmal 5 Karten. Dann laber einfach mal irgendjemanden mit B-Taste an. Allerdings gibt es auf dieser Welt auch Langweiler, die keine Lust haben, Karten zu spielen. Wie funktioniert ein Kartenspiel? So, jetzt erstmal die Lehre der Kartenspiele, ne? So, und jetzt kommen wir zum Spiel selbst. Die Karten werden abwechselnd auf einem 4x4 Quadrate großen Feld abgelegt. Manchmal wird es dir gelingen, eine gegnerische Karte umzudrehen. Dies hängt von den gelben Dreiecken an den Kartenrändern ab. Zeigt dieses Dreieck auf eine gegnerische Karte, dreht diese sich um und wird zu deiner eigenen. Zeigt jedoch das Dreieck der eigenen Karte auf das einer gegnerischen Karte, dann beginnt eine Kartenschlacht. Was ist eine Kartenschlacht? Im Falle von mehreren aufeinander zeigenden Dreiecken kann das... Was kann es auch zu wiederholten Schlachten kommen? In solch einem Fall kann vorherbestimmt werden, mit welcher Karte die Schlacht begonnen werden soll. Je nach Reihenfolge wird der Spielverlauf beeinflusst. Dann gibt es da noch die Kombos, die verdammt nützlich sind. Was sind Kombos? Na gut, weil du es bist, werde ich dir jetzt mal die Techniken des Meisters beibringen. Während einer Schlacht musst du vorsichtig sein. Gewinnst du eine Schlacht, löst dies eine Kettenreaktion aus. Alle Karten, auf die die Dreiecke der unterlegenen Karte zeigen, werden ebenfalls umgedreht. Das nennt man eine Kombo. Dasselbe passiert allerdings auch bei einer Niederlage deinerseits. Alle Karten... Ja, muss ich glaube ich nicht weiter erklären. Auch so. Ja, komm. Perfekt, also jemanden zu null. Spielerlevel. Das ist noch was, wo ich auch nicht so hundertprozentig sicher bin immer. Dann erzähle ich dir jetzt mal was über den Spielerlevel. Wenn du demnächst mal nichts Besseres zu tun hast, schau mal unter Karten im Menü nach. Dort, ach so, dort ist einfach das... Einmal so zur Probe. Okay. So. Jetzt ist die Überlegung, was wir für Karten nehmen. Oh, die ist schön. Die ist schön. Nein. Oh, der ist schön. Oh, der ist auch schön. Und den nehmen wir. So. Und wer beginnt? Ich beginne. Okay, dann legen wir mal... Wie fangen wir denn an? Am besten so, dass wir geschützt sind. Ach komm, machen wir die erstmal dahin. Okay. Was wurden alle Karten abgelegt? Ist die Partie beendet? Achso, ja. Na gut, dann schauen wir doch jetzt mal, wie wir uns da... Obwohl, nee, wenn wir das machen, riskieren wir zu viel. Wir machen den mal. Ach, schade. Dass er den genau so legt, hätte ich nicht gedacht. Zum
hätten wir erwartet oder gehofft. So. Oh shit. Oh shit. Mother of God. So. Was? Okay. Shit. Okay. Komm. Also, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das war mal eine richtige Packung gerade. Bin ja fast froh, dass der die Dingenskarte, die Flunderdrachenkarte nicht genommen hat. So, versuchen wir es noch mal so. Diesmal fängt der an. Nee. Komm, machen wir es so. Nee, war abzusehen. Moment, das ist unsere Karte. Das ist die Karte, die wir eben... Ach, so ein... Ja. Beliebige Worte bitte hier einfügen. Legen wir so. So, haben wir eine schöne Kombo. Das machen wir... So. Dann greifen wir den an. What? Okay, das war... unvorhergesehen. Jetzt müssen wir Risiko gehen. Mit dem kann man auch nicht mehr viel rausreißen. Okay, ich glaube, wir lassen es dabei doch erstmal. Ja, ich habe es verstanden. Ach ja, Seitenstraßen-Jack nennt man mich nur in dieser Stadt. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen. Man will ja inkognito bleiben. Meinen wirklichen Namen willst du wissen? Vielleicht sage ich ihn dir, wenn du mal stärker bist. Danke dir. Ja, also gehen wir jetzt mal wieder zum Ort des Geschehens, weil eigentlich, ja... Ich habe mich schon ein bisschen ablenken lassen, sagen wir mal so. Ja, das Kartenspielen war kurz. Hat dann doch ein bisschen mal Spaß gemacht, ne? Ja? So, da lang. Hey, hier geht's lang. Mach mal schneller, hier in den Glockenturm rein. Okay. Hier klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Okay. Bäm! Was guckst du so blöd? Entschuldigung, Kupo. Der Kleine da ist ein Mogri. Und heißt Kupo. Kupo! Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal den Speicherblock speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns Mogris, Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich schlafen legen und HP und MP regenerieren, Kupo. Alles, Kupo? Ja, alles klar. Also, mach's, Kupo. Ach, ich finde die Mogris so süß. Also, wir könnten dann mal langsam. Ja, mach du mal. Na los, wo bleibst du denn? Ah, Stilskin. Bist du's, Kupo? Kupo, bist du's, Stilskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht. Ich schreib ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also, halt den Bommel steif. Sag Moshu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Dop, 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 dop. Und er grinst. Er ist glücklich. Ja. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du, du kommst bald mal?
Ja, ist ja gut. Ich trag dich gleich ein. Mognet. Ich erkläre dir mal das Mognet. Ja, kurze Erklärung. Brief. Wir spielen Postbote. Wir müssen bestimmte Briefe immer an verschiedene Mogris schicken und dann bekommen wir immer wieder mal Belohnung. So, speichern wir. Ich speichere, Kupo. Ach, das ist immer so putzig. So. Und... Was? Achso, wir haben verschiedene... da kann man dann ja echt viel speichern, muss man ja sagen. Verschiedene Steckplätze hier. Nicht schlecht. Na, Zelt brauchen wir nicht. Und jetzt gehen wir uns mal hier hoch. Weil der andere, der wartet ja schon. Der wird ja schon unruhig. Der wird schon ganz hibbelig. Ne? Der Rattenjunge. Ja? Nun aber schnell, sonst geht das Stück ohne uns los. Was treibst du da? Komm endlich. Wie? Hast du etwa Höhenangst? Keine Angst. Stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Ach Gott, da ist er schon wieder kaputt. Hey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Irgendwo hier versteckt sich doch, glaube ich, auch wieder was. Nein? Schon wieder? Keine Angst, hab ich doch gesagt. Glaub mir, die Bretter halten. Jo, haben also doch nicht gehalten. Naja, aber solche Details darfst du nicht so eng nehmen. Nein, wir wären einfach nur fast vom Dach geflogen. Ist doch nichts dabei. Und wir finden einfach mal auf dem Dach 29 Kill. Wie? Na egal. Ach übrigens. Ich hab dich ja noch gar nicht nach deinem... noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Ja, meine lieben Leute. dieser Charakter hat zwar bei der Namenswahl keinen... niemand wollte Vivi haben, außer Haus, dem ich aber den Namen nicht gebe. Nein, Haus, nein. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt im Teamspeak bei uns und ja, der werte Herr Masu möchte gerne Vivi sein. Also heißt unser Vivi Masu. Und wenn, Haus, wenn du fragst, warum? Weil das einfach wesentlich besser passt. Punkt. Aha, Masu also. Naja, auch ein Name. Ich heiße Puck, freut mich. Puck. Ja, hier können wir jetzt rüber stolzieren, wie wir wollen. Ah, schauen wir uns noch ein bisschen um. Irgendwo ist hier doch, glaube ich, auch wieder irgendwas. Irgendwie, irgendwo. Da nicht. Da nicht. 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 Nicht, nicht. Oh, da ist was. 63 Gil. Da noch was? Nein. Ist hier noch irgendwas? Da? Nein? 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 Wirklich? Nirgendwo? Nein? Hier auch nicht? Oh nein, 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 nein? Ah, da wieder. Wie gesagt, hier muss man echt überall mal gucken, ob irgendwo was liegt, weil ich so grob weiß ich noch, wo eventuell was sein könnte, aber hundertprozentig alles weiß ich nicht mehr. So. Puh, endlich da! Mal mit der Maus raus und gucken, wie lange die Aufnahme ist. Oh, geht noch ein bisschen. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's! Und jetzt kommt, glaube ich, wieder eine Videosequenz. Und, ui, ganz schön nobel hier, ne? Und darunter der ganzen und zwischen der ganzen Masse Masu und Puck. Eine Ratte und ein Schwarzmagier. Also ganz ehrlich, bei diesem Spiel, ich habe alles vermisst, außer die. Also die daneben, ne? Ja. Der Ritter, der ist stolz. Sind wir hier bei der Karneval, hä? Das ist schon cool, also... Muss ich sagen.
Ah, jetzt ist er glücklich. Aber, nope. Denied. Aber das Mädel ist komplett in Gedanken. Und das... das blau-grüne, türkis, ekelhafte Walross ist, ja, fett. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lear, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ihre königliche Majestät Königin Brane oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge. Bäh. Ob die verehrten adligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Ach, mir fällt gerade ein, da kommt gleich sogar eine richtig epische Melodie. Ach, fuck, jetzt hab ich nicht gelesen. Oh, vom Schicksal betrogener Markus. Worauf, ja. Gegen das Unrecht eines... Ach Gott, Mann. Da bin ich beim ersten schon total hinten nicht mehr mitgekommen und die restlichen sind dann einfach nur noch geflossen. Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Ja, er möchte Rache. Hinfort mit euch, elendes Pack. Erhebt euer... Ja. Der Zorn unseres Freundes wird wie Fegefeuer. Das geht ein bisschen zu schnell. Aber die Melodie ist jetzt richtig geil. Episch einfach nur. Ah... Da merke ich erst, wie sehr ich dieses Spiel vergibnis habe. Und hier, wir können ja mal zeigen, Feurio und Stinktus. Andere haben wir, glaube ich, nicht. So, dann greifen wir einmal an. Weil man muss ja bedenken, wir sind ja gerade auf einer Aufführung. Und da einmal Feurio. Es ist zwar ein Zauber, aber es sind nur... Special Effects. Markus kann das auch. Und ja, das ist halt auch nur ein anderer. In dem Kampf können wir halt zum Beispiel auch nicht klauen, weil wir ja undercover sind. Deswegen knöpfen wir uns erstmal hier die Viecher vor. Nein. Xenero ist tot. Der hat gefressen. Hark. Na komm. All out. Jetzt stehst du alleine da. Zack. Du kriegst auch noch ein bisschen mehr. Glaub nicht, dass wir es dabei belassen. Ach übrigens, was ich auch gerade sehe, was ich noch gar nicht erzählt habe. Wechsel. Wir können zwischen der vorderen und der hinteren Reihe wechseln. Vordere Reihe heißt verstärkter Angriff, hintere Reihe heißt verstärkter Defensive. Also, außer wenn man einen Charakter hat, der ich sag mal, auf Reichweite angreift, Bogenschütze oder sowas. Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen! Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Chili, und denke doch erstmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Ach Gott, jetzt kommt das, wovor ich mich ein bisschen... Ja. Wie soll man sagen? Fürchte.
Und mit einem PlayStation-Controller wäre das vielleicht kein Problem. Aber dadurch, dass das nicht der Fall ist... Ja, also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Okay, halte ich mir mal hier die Finger bereit, ne? Weil das muss ich dann leider so machen. Okay, ich sehe jetzt schon, ich verkacke übelst. Oder, Moment. Nee. Mann. So. So. So, 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 so. Ach so. Ach, Mann. Ja, nicht wundern. Ich fail jetzt extra, weil, hier gibt es eine kleine Besonderheit. Warum geht das so lang? Wir setzen das ein andermal weiter. So leicht kommst du mir nicht davon. So, da. Von 100 adligen Besuchern schienen 26 zufrieden zu sein. Königin Brane schien jedoch nicht zufrieden zu sein. Nochmal aufführen. So. XC. Ahaha. So. Wieder much concentrating. Ach, Scheißdreck. Och, Mann. Ich bin den PlayStation-Controller einfach wesentlich mehr gewohnt. So. 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 Meh. So, ja. Und in der 61. Also, wir brauchen mehr. Ach, Scheiße. Ein verkackt, jetzt ist schon wieder für die Katz. Nehme ich zumindest an. Ach, Mann, das wäre so ein schöner Lauf gewesen. Ja, jetzt sind es nicht 84. Auf jeden Fall haben wir damit schien nicht zufrieden. Ich will über 90%. Wir haben damit zwar eine Errungenschaft freigeschalten, aber ich möchte mehr. Ich habe das schon auf 100% geschafft. Ja, nicht wundern. Ich mache wieder... Ich mache in Sachen. Sag mal... Okay, jetzt will ich mal kurz gucken. Das ist das, das ist das. Okay, auf dem Controller halt gerade mal ein bisschen probiert, dass es, ja, richtig drin wäre. Aber wenn dann B und X mit dazu kommen, dann bin ich so ein bisschen, ja, verholfen. Vor allem, weil man muss das halt auch schnell... machen, dass man das gescheit hat. Und wenn man da ein bisschen einen kleinen Tick zu langsam ist, dann hat man das halt gleich erstmal
Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part und ich versuche mich einfach weiter dran, weil der Part ist schon 30 Minuten lang und das wollte ich eigentlich nicht. Ich versuche mich einfach weiter dran und ich komme dann wieder, also ich zeige euch dann zumindest, dass ich es geschafft habe, weil ansonsten würde das jetzt ewig dauern eventuell, weil ich glaube, ich könnte da wirklich noch 2, 3 Versuche dran brauchen. Deswegen sage ich an dieser Stelle ciao, sage ich an dieser Stelle ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9. Also macht es gut, Leute.